In seinem Testament setzte der 1908 verstorbene Darmstädter Mathematiker und Industrielle Dr. Paul Wolfskehl den damals großen Betrag von 100.000 Goldmark, in heutiger Währung sicherlich mehr als 1 Million Euro, für die Lösung eines mathematischen Problems aus. Das ist auch für die damalige Zeit etwas völlig Ungewöhnliches. Und zwar handelt es sich um ein Problem, was einfach zu formulieren war und was selbst zur damaligen Zeit schon 250 Jahre für die Mathematiker eine harte Nuss war und ungelöst war. Um was handelt es sich? Nun, wir alle kennen den Satz von Pythagoras. Wenn a und b die Katheten und c die Hypotenuse eines Dreiecks ist, so geht a² plus b² gleich c². Das wussten schon die alten Griechen und sie fragten sich, ob diese Gleichung auch mit positiven ganzen Zahlen zu erfüllen wäre. Und die Antwort ist ja. Ein einfaches Beispiel findet man, indem man 3 Quadrat plus 4 Quadrat einsetzt und 5 Quadrat erhält. 9 plus 16 gleich 25. Und schon Euklid wusste, es gibt unendlich viele solche, wie man sagt, pythagoreischen Zahlentrippel. Und er hat diese, hat unendlich viele auf folgende Art konstruiert. Und zwar, wenn man hintereinander alle Quadratzahlen aufschreibt, 1 Quadrat, 2 Quadrat, 3 Quadrat und so weiter, und nimmt immer die Differenz zweier Benachbarten, dann bekommt man einfaches Einsetzen in die binomische Formel alle ungeraden Zahlen, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und jetzt muss man nur schauen, wo unter diesen ungeraden Zahlen die Quadratzahlen, also die ungeraden Quadratzahlen auftreten. Zum Beispiel 9, das ist 3 Quadrat und das bedeutet, dass 5 Quadrat minus 4 Quadrat gleich 3 Quadrat ist oder andersrum 3 Quadrat plus 4 Quadrat gleich 5 Quadrat. Und auf diese Art und Weise erhält man unendlich viele pythagoreischen Zahlentrippel. Es gibt sogar noch mehr als die, die man auf diese Weise erzeugen kann und man kann die auch heute alle problemlos klassifizieren. Die Frage, die sich im 17. Jahrhundert Pierre Fermat stellte, war, wenn man eine kleine Modifikation an dieser Gleichung durchführt, und zwar einfach den Exponenten 2 durch eine größere Zahl ersetzt, durch ein allgemeines n, 3, 4, 5, 6 oder eine größere natürliche Zahl, gibt es dann immer noch positive ganze Zahlen, sodass a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n ist. Und das Erstaunliche ist, wenn man das ausprobiert, man findet keine solchen Zahlen. Und Pierre Fermat hat genau das vermutet und hat im Jahr 1640 etwas gemacht, was wirklich eine Anekdote in der Mathematik geworden ist. Und zwar hat er an den Rand eines Buches von Diophant, dieses Ergebnis geschrieben und hat dazu gesagt, ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis entdeckt, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen. Ob Pierre Fermat wirklich im 17. Jahrhundert einen Beweis entdeckt hat, ist bis heute ungewiss. Zumindest hat man keinen Beweis bis heute finden können, der mit den Methoden des 17. Jahrhunderts funktioniert. Und insoweit mag es sein, dass er gar keinen Beweis hatte oder dass der Beweis, den er hatte, nicht gestimmt hat. Oder natürlich auch, dass wir noch nicht auf dieses Ergebnis gekommen sind. Auf jeden Fall wurde jahrhundertelang nach dem Beweis gesucht und erst ganz zum Ende des 20. Jahrhunderts gelang es, quasi als Höhepunkt der Mathematik des 20. Jahrhunderts und unter Verwendung modernster Methoden, dem Mathematiker Andrew Wiles, dem dafür großes Lob und Ehre gebührt, die Fermatsche Vermutung oder wie man auch gerne im Englischen sagt, Fermat's Last Theorem zu beweisen. Und ihm wurde dazu mit einer sozusagen Verspätung von fast 90 Jahren und gerade noch rechtzeitig, denn das Preisgeld sollte nach 99 Jahren verfallen, im Jahr 1994 der Wolfskehl-Preis zuerkannt. Er war nicht mehr 100.000 Goldmark, da waren mehrere Inflationen dazwischen und Weltkriege. Am Ende waren es noch 75.000 D-Mark, die Wiles im Jahre 1994 entgegennehmen konnte. Aber viel wichtiger als das Geld war sicherlich die Ehre. Und daran sieht man, es gibt interessante mathematische Probleme, die sich über Jahrhunderte einer Lösung widersetzen.